eigentlich kann ich Helmut Creutz als den wichtigsten Lehrer meines Lebens bezeichnen. Wenn ich davon ausgehe, wie er mein Leben beeinflusst hat. Das größte Geschenk, was ich von Helmut Creutz bekam, war, dass er mir erklärt hat, warum sich die ökologischen Projekte, an denen mir so viel lag, so schwer realisieren ließen. Nämlich, dass er mir erklärt hat, was das eigentlich heißt, das rechnet sich nicht. Nämlich, dass die Ökologie letztlich mit der geldschaffenden Kraft des Geldes, mit dem exponentiellen Wachstum mithalten muss. Und das können nur ganz wenige ökologische Projekte. Und das erklärt auch, warum wir immer weniger Bäume haben und immer mehr Geld in der Welt. Und dafür bin ich ihm einfach unglaublich dankbar, weil es eben auch beinhaltet, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt, was viele Leute nicht sehen können. Und diese Lösung heißt, dass wir eine andere Umlaufsicherung brauchen. Das erklärt er ja sehr, sehr deutlich. Und ich denke, dass er das auch vielen, vielen anderen Menschen erklärt hat. Und ich denke, dass er dafür einen wirklichen Platz in der Geschichte unserer Evolution eigentlich bekommen sollte. Außerdem muss ich sagen, gehört er zu den hervorragenden Vertretern dieses Geldthemas, die das nicht nur anschaulich machen, sondern auch mit großer Präzision und großem Sachverstand darstellen können und auch mit Fachleuten reden, aber auch mit Laien reden können. Und diese Bandbreite von Kommunikation, die ist einfach einmalig. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr Vertreter gibt, die das so wie er sachlich und fachlich und gleichzeitig vom Herzen kommend vermitteln können. Ich habe den Helmut Creutz vor ungefähr 15 Jahren kennengelernt, seinerzeit in Steierberg in einer Zukunftswerkstatt von Margaret Kennedy zum Thema Geld und war schon damals tief beeindruckt von der Klarheit seiner Gedanken und Analysen, von dem Engagement und bin bis heute in tiefer Bewunderung für die Beständigkeit und den Mut, mit der er über die Jahre hinweg an diesem Tabuthema dran geblieben ist und vielen anderen Menschen die Augen auf diesem Gebiet geöffnet hat. Ja, ich kenne Herrn Creutz schon seit geraumer Zeit und wir haben ja ein Schicksal gemeinsam. Wir versuchen etwas zu ändern, was sehr schwer zu ändern ist. Und wir teilen im Grunde auch ein Problem, nämlich das Problem der Macht und der Machtlosigkeit. Denn im Grunde fordern wir von sehr machtvollen Minderheiten der Gesellschaft einen Machtverzicht, der zweifellos kommen wird, wenn also Vermögen nicht mehr bedeutet, dass man restlos alles damit anstellen kann. Und dieser Punkt muss erreicht werden, wenn die Welt eine Zukunft haben will. Da sind wir uns ebenfalls einig. Und ich hoffe, dass es nicht allzu spät eintritt und nicht durch allzu viele negative Erfahrungen ausgelöst wird, sondern dass ein bisschen Verstand auch mit am Werke ist. Es gibt ein wunderschönes Wort von einem anderen Denker, den ich sehr schätze, einem Amerikaner. The Stone Age didn't end because of a lack of stones. Also die Steinzeit hat nicht aufgehört, weil es keine Steine mehr gab. Und das wäre eben auch für den allgemeinen Ressourcenschatz der Welt zu wünschen, dass wir nicht zu fürchterlichen Änderungen gezwungen werden durch die totale Verarmung. Helmut Creutz hat ein zentrales, aber tabuisiertes Thema in einzigartiger Weise für die breite Bevölkerung aufgearbeitet, indem er die Fakten sich anschaute, sie klar und überzeugend interpretierte, sich Ideen genommen hat, die Vorlagen, sie aber ins Konkrete weitergeführt hat und alles eingebaut hat in den Gesamtzusammenhang eines humanökologischen Steuersystems. Diese Leistung ist in ihrer Bedeutung kaum abzuschätzen. Ich verdanke ihm sehr viel. Für mich als Mathematiker waren die Analysen von Helmut Creutz eine Herausforderung. Und sie haben mich überzeugt. Und ich bewundere ihn, dass er nie die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich das Wissen zum Thema Zins und Verschuldung irgendwann einmal durchsetzen wird. Und ich hoffe, dass dieses Wissen
bald die 5% Wissenshürde überschreitet, damit die notwendigen Änderungen passieren können, bevor unser Geldsystem zusammenbricht. Ich schätze an Helmut Creutz besonders eine Selbstlosigkeit, mit der er sich und seinen reichen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt. Er hat mit seinen Analysen und seinem Buch quasi den Apfelbaum gepflanzt, von dem nun jeder, der mag, pflücken darf, um daraus entweder eigene Bäume zu pflanzen, zu züchten oder manchmal auch nur Apfelmus zu machen. Als ich Helmut 1989 kennengelernt habe, war mir ziemlich schnell klar, dass sein Thema auch mein Leben maßgeblich beeinflussen wird. Der enorme Zuspruch und Erfolg, den die Geldreformidee und auch die INWO gerade heute haben, ist ohne das Werk und den persönlichen Einsatz von Helmut Creutz gar nicht denkbar. Ihm ist es gelungen, ein sehr komplexes Thema so zu vermitteln, dass es sowohl für Laien als auch für Fachleute durchaus spannend und beeindruckend ist. Und genau das spüren gerade auch die jungen Leute, die auf unseren Verein zukommen, die an unsere Infostände kommen, die merken, dass da ein Praktiker etwas Lebendiges geschaffen hat und etwas Überzeugendes geleistet hat. Und das beeindruckt und motiviert auch, sich selber zu engagieren. Ich habe es immer so empfunden, dass Helmut Creutz sozusagen Denkanstöße gibt und es den Zuhörern als freies Angebot völlig offen lässt, was sie selber daraus machen. Und Sie sind nun einer dieser Glücksfälle, der den Ball aufgegriffen hat und auch eigenständig weiterdenkt in Ihrem Fachbereich der Architektur. Als ich Helmut Creutz zum ersten Mal gelesen habe, das war 1995, habe ich sein Buch gelesen, Das Geldsyndrom. Und ich muss sagen, das war für mich eine Offenbarung. Ich habe ja über Städtebau gearbeitet und über Städtebaukrisen. Und dann kommt man natürlich auf Schuldenkrise, auf Beschäftigungskrise, auf Umweltkrise. Und ich hatte immer schon das Gefühl, dass diese ganzen Krisen letztlich ihre Ursachen hatten im Geldsystem. Und ich hatte also alle Klassiker über Geldtheorie gelesen und da hatte ich überhaupt nichts mit anfangen können. Und in der Situation, da habe ich dann das Buch von Helmut in die Hände gekriegt. Und wie gesagt, das fiel mir dann richtig wie Schuppen von den Augen. Und also wenn ich mir heute so diese Krisendeutungen jeden Abend im Fernsehen anhöre von unseren sogenannten Experten und von den sogenannten Weisen und Gutachtern und so weiter, dann glaube ich, dass die alle längst vergessen sein werden, wenn man noch von Helmut Creutz spricht. Wir sind uns auch im Privaten einige Male begegnet im Laufe der Jahre, ganz außerhalb von Tagungen oder sonstigen Veranstaltungen. Und dadurch ist mir auch seine Frau Barbara in den Blick gekommen. Ich habe sehen und schätzen gelernt, wie die beiden ihr Leben zusammen gestalten. Derer beider gemeinsames Leben beinhaltet auch eine Art geistige Arbeitsgemeinschaft. Ich habe häufig mit Hochachtung erlebt, wie viel Anteil Barbara an Helmuts Lebensleistung nimmt, wie sie aktiv mitdenkt und durchaus einen eigenen Anteil an all dem hat, der bei dem öffentlichen Wirken gar nicht immer so deutlich wird. Aber das ist ganz unzweifellos der Fall, dass diese Lebensleistung nur zu vollbringen war auf der Grundlage einer liebevollen, partnerschaftlichen Verbindung mit Barbara. Wenn er jetzt sektierisch an die Sache rangehen würde, dann wäre es, glaube ich, für mich auch schwer mitzutragen. Aber da er einfach merkt, dass als umweltbewusster und als friedensbewegter Mann spürt, das ist die Antwort auf all meine Fragen, die ich immer hatte, da ist es eigentlich sehr schön. Und wenn man Kinder und Enkel hat, dann ist das eigentlich wunderbar, weil das ja nicht nur für sich tut, nicht für mich, sondern für die nächsten Generationen.